Named objects, there are no named objects. Written content, there is no written content. Okay, und Justice? Haben wir gerade Cold Cases? Fortress Guard? Convicts und Intelligence. Gott, das müssen wir uns alles wieder einarbeiten. Ne. Aber jetzt erstmal suchen wir uns einen unserer Zwerge. So. Klicken mal auf den. Information Sheets. The West, da, da, da. Feel free to pause and check out the information. Right click to dismiss the information sheet. Okay. Items. Das trägt er gerade wahrscheinlich alles am Körper. Also ja, es ist wieder unterteilt in linker und rechter Fuß, sogar mit Socken. Und sie werden alle nass. Ja, ich sollte eine Zone innen drin erstellen. Skills. Hier ist die Overview. Ein bisschen ordentlicher gehalten. I talk to my friend, I feel fond. She's annoyed when caught in the rain. She feels fondness talking with a friend. She was annoyed after sleeping in the grass. Ja. Items, Health, Skills, Rooms. Hat sie gar nichts? Sie hat nicht mal ein Grab zugewiesen. Ja. Will do available tasks anywhere. We do only assigned tasks. Ja. Gibt es ja ein paar Tasks wie Hauler oder Orderlies, die jeder machen kann. Workshops. Locations. Work Animals. Relations können wir uns angucken. Okay, der Expedition Leader ist ein Lover. Du siehst ja auch aus wie ein weiblicher Zwerg, was kein Bart, was komisch ist, was nicht mal Haare auf dem Kopf, was noch komischer ist. Friend, friend, friend. Nock, goldes Deity. Groups, military, thoughts and personality. Ja. Dann können wir das wieder schließen. Und okay. Alerts. Important and sometimes urgent information is given. Alerts on the left side of the screen. There have been several already. Hover over the alert icon to see the information. Left click on the alert for recent recentering options and right click to dismiss an alert. This is an example urgent alert. These are very important. Ignore them at your peril. Okay. Good. Preparing for the caravan. You need supplies before the coming of winter to trade with the autumn caravan. You must build a trade depot from the build menu. You need something of value to trade. Crafts are an easy way to make a lot of trade goods quickly. Make the appropriate workshop crafts, an obvious material to use to make the crafts is rock. If you dig down enough layers, you will find a near infinite amount of boulders of various kinds, as well as some rough gems if you are lucky. Gems can be cut at the jeweler's workshop and crust them on crafts and other items to add even more value. Just the beginning, there's a lot of more to learn. As you enter new menus, there will be information and tips. The help button at the top of the screen contains more guides. Click it now and this tutorial will be concluded. Ja, Hilfemenü. Ja, sehr viel Zeug. Das war das Interactive Tutorial, okay. Survival. In order to keep your citizens alive in the unforgiving wilderness, they will need shelter, drink and food. Use the arrow at the top of this window to minimize the tutorial when it obscures your view. Shelter, labor, drink, okay.
Also wir können uns da durchklicken, wenn wir Hilfe brauchen. Was ist das hier unten eigentlich? Open the Squad Sidebar. Squads. This is the Squad Mini. Here you can create squads for the positions, assign equipment and schedules and give specific orders. It is recommended that you prepare a squad and get them training as soon as you can. You have no idea what's lurking out there. Mhm. Und das ist die World Map. The world at the world created at the beginning of the game is active and others may take an interest in your outpost as it grows. Stone artifacts and kidnapped citizens can be recovered by preparing missions from this screen. You can also cause trouble if you like to raid your neighbors. Raids are created by clicking on any site not belonging to your civilization. Mhm. Center on Fort. Das ist das hier. Wahrscheinlich. Cannot raid your civilization. Click to raid this. Inaccessible mission location. Ja. Das der Tired Dyke. Ah ja, wir gehören zu Tired Dyke. Deswegen können wir nichts angreifen. Location, your location. Und hier sehen wir. Ja. The Human Forest Retreat. No Contact. Achso, mit denen haben wir Allianz und das sind sowieso unsere Leute. Okay. Mit denen sind wir im Frieden und mit denen haben wir wieder Allianzen. Ist sehr interessant gemacht. Dann. Okay. Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen was hier und dann entscheide ich mich bis zum nächsten Mal, ob wir eine neue ob wir eine neue Karawane starten, dann richtig mit Einstellungen, so wie ich es immer mache. Place Zones. Ja, das ist auch noch wichtig. Zones are areas you designate where your citizens will work, socialize, rest or perform specific duties. There are several kinds of zones which you can see in the panel on the left. Zones are placed much like stockpiles. Unlike stockpiles, multiple zones can overlap. Certain zones like bedroom can be placed several at a time. Just make sure you have the correct furniture placed in the rooms with doors or vertical entries separating each room before you begin. Okay. Ja, meeting area. Mhm. Bedroom können wir auch. Dining Hall. Ja. Pen and Pasture, da werden Tiere. Pit Pond. Mhm. Water Source. Dungeon. Ja, Fishing Sand. Office. Dormitory. Also ja, da können wir einen Schlafsaal, Baracken, Archery Range. Gabelstamm. Ist klar. Animal Training. Tomb. Gather Food. Clay.
Also eigentlich hätte ich jetzt erstmal gerne eine Meeting Area. Machen wir die hier hin. So, und das ist, assign a new or existing assisting location to this zone. Locations are groups of zones and rooms with a larger purpose, like a tavern, a temple, a library, or a craft guild hall. Ah. Nee. Das wollen wir erstmal nicht. Wir wollen, dass ihr euch da drin sammelt. Dann wollen wir, dass ihr mir einen ja. Sehe ich gerade blind. Crafts. Nee, den will ich erstmal nicht. Ich will erstmal. Okay, manchmal nee. So. Ich glaube, das klappt besser, wenn Pause ist. Manchmal reagiert der Input nicht ganz so, wie er soll. Ich hätte nämlich jetzt erstmal gerne Carpenter. Stoneworker, genau. Platzieren wir den Stoneworker dort. Auch aus Bellberry. Und dann platzieren wir auch gleich den Crafts Workshop. Hier oben, auch aus Bellberry. Und dann machen wir weiter. Was wir auch brauchen, wäre eine Küche. Oh. Ja, dafür ist... Das klappt immer noch nicht so ganz. So. Jetzt brauchen wir mehr Stockpiles. Das ist ein Stone Stockpile. Und den Stockpile nehmen wir jetzt auch keine Steine mehr an. Ups. Okay, die Steuerung muss ich noch lernen. Bars Blocks. Die hier weg. Die hier weg. Und deine. Alle weg. So. Dann brauchen wir nämlich noch einen Stockpile. Und das ist ein Custom, der nimmt... die hier, die hier. So. Weil der nimmt nur Steine. Ja. Gut. Betten herstellen. Das ist immer noch so wie vorher. Jedes Bett einzeln. Und hier können wir
Ach, das ist der Craftswurf. Ich will erstmal in den hier. Nämlich Rock Blocks. Richie könnte den Task irgendwie einfach wiederholen. Das ging nämlich im Alten mit einem Shortcut. Also mir fällt gerade nicht auf, ob es den Shortcut noch irgendwo gibt. So, add new task hier. Rock. Also ja, hier könnten wir alles Mögliche sagen, aber es gab... Machen wir mal wieder Pause. Also bevor wir da reingucken, erstmal Betten platzieren. Ja, Furniture, Betten. Also ja, dass wir das jedes Mal machen müssen, ist ein bisschen nervig gerade, muss ich sagen. So. Hey, wir haben Blöcke. Aus Voxholz, so. Und dann hätte ich gerne noch mehr Workshops. Fährt das hier rein? Ja. Eine Kirche brauche ich auf jeden Fall. Dann hätte ich hier gerne einen größeren Stockpile für Food. Fällt da auch Getränken runter? Erdmehls, Seeds. Ja, Seeds können auch ruhig da platziert werden. Pflanzen. Prepared Meals können da erstmal platziert werden. Ich mache mir jetzt gerade nicht so viel Mühe. Ja, Drink. Okay. Und dann hätte ich gerne auch noch Workshop. Da ist die Still. So. Gut. Jetzt aber nochmal zu dem hier. Wie kann ich sagen, er soll irgendwas daraus herstellen? Ich könnte nur das machen. Aber das will ich ja nicht. Ich weiß, im Alten gab es die Möglichkeit einfach zu sagen, stell mir irgendwas random her. Add new task. Pot, Mark, Figurine, Rock, Die, also Würfel. Nein. Make Instrument Piece, Make Instruments.
Make horn crafts. Achso, ja, Rock. Ach, da ist Rockcraft. Ich bin einfach nur blind. Okay. Gibt es jetzt eine Möglichkeit, diesen Task? Nee. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Task einfach... Dann machen wir ihn automatisch, so. Oh, da wurde eine Krähe getötet. So, das letzte, was ich noch bauen will, bevor wir diese Aufnahmesession das erste Mal beenden, ist ein Trade Post. Einfach mal hier so hin. So. Da war ich etwas zu schnell. Also ja, im Allgemeinen sieht das schon mal nicht schlecht aus, was wir hier gebaut haben, so für den Anfang. Und ja, den Stockpile hier könnten wir nochmal umstellen und Food einfach komplett rausnehmen. So. Was ist denn jetzt noch oben in unserem Karren? Ein Iron Anvil, ein Haufen Zeug. Was ist in dem Pick? This is a pigtail bag. Wagon view. Okay. Wood bucket, wood splint, wood crutch. Das ist alles da drin. Ah ja, und das sind die permanenten Parts. Okay. Upsala. Ja, okay. Wir haben Frühsommer jetzt. Die Leute sind alle unter der Erde. Hier im Quarzdorf Workshop wird Zeug hergestellt. Ja. Okay, es funktioniert eigentlich alles. Ich würde aber mal sagen... Save and return to title machen. Save to new timeline. Save to new folder, save to this timeline, ja. Machen wir das mal. Gut, dann würde ich aber mal sagen, machen wir jetzt hier an der Stelle einen Cut und dann... Ich würde sagen, wir starten das nächste Mal mit einem frischen Vor, einfach mit meinem... damit wir wirklich richtig anfangen und von Anfang an richtig planen und nicht so auf das Tutorial-Zeug hören müssen. Ich hoffe aber, ihr habt schon mal einen kleinen Vorgeschmack gehabt und freut euch bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ich kriege bis zum nächsten Mal auch ein paar Namen von euch, wer was sein möchte, wieder. Und ja, dann machen wir jetzt hier einen Cut und ich sage hoffentlich bis gleich.